Hey Leute, was geht? Miese hier. Willkommen zu meinem neuen Video. Willkommen zum YouTube-Kanal rund um Thema Haartransplantation. Wie es du bestimmt schon im Titel gelesen hast, geht es in diesem Video um das Thema Haartransplantation bei Vollglatze. Jetzt kann ich ja wirklich aus Erfahrung sprechen, denn auch wenn ich jetzt Haare habe, sah ich ja mal so aus. Sprich, ich hatte nahezu eine Vollglatze. Ja, ich würde jetzt behaupten, es war eine Dreiviertelglatze. Ja, vielleicht nicht voll, 100%, aber drei Viertel meines Kopfes, ja, eine Glatze, hatte ich keine Haare mehr, alle ausgefallen. Im Tonsillenbereich hatte ich noch ein paar, die sind auch immer noch da, toi toi toi, ich hoffe, es bleibt so. Ansonsten habe ich ein Problem, aber darum geht es nicht. Heute geht es nämlich darum, was kannst du tun, beziehungsweise wie realistisch ist eine Haartransplantation, wenn du eine Vollglatze hast. Denn ich bekomme auf WhatsApp immer wieder Bilder zugeschickt. Ihr könnt mir ja Nachrichten schreiben, wenn ihr eine kostenlose Beratung haben möchtet oder eine Einschätzung von mir zu eurem Haarstatus. Macht eine Haartransplantation für mich Sinn oder nicht, bekomme ich ganz viele Nachrichten. Und immer wieder oder auch tatsächlich mit am meisten von Leuten, die eben nahezu eine Vollglatze haben. Und das sind, müssen wir jetzt erstmal ansprechen, Problemfälle. Ja, also eine Vollglatze ist schon ziemlich schwierig, mit einer Haartransplantation zu retten. Ja, ich hatte das Glück, bei mir hat es ganz gut funktioniert. Aber jetzt kommt der Punkt, warum. Vollglatze ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die meisten, die eine Vollglatze haben, und jetzt kannst du halt auch einfach selber mal nachgucken bei dir, einfach mal ein Foto von dem Hinterkopf machen, wie weit geht denn die Glatze bei dir wirklich? Wo fängt bei dir die Safe Area an? Sprich, hier hinten, im hinteren Bereich, wie weit geht das hier runter, der Haarausfall? Geht der wirklich bis, sag ich mal, hier? Oder stoppt der vielleicht schon hier? Ja, das ist der Unterschied von ein paar Zentimetern. Das macht extrem viel aus. Und der zweite Punkt ist, du kannst auch selber mal auf Bilder nachgucken, wie dicht ist denn dein Spenderbereich? Denn tatsächlich ist es so, dass die meisten in der Vollglatze einfach auch einen sehr lichten Spenderbereich haben. Sprich, einfach wenig Haare, wahrscheinlich viele Single Grafts dort drin haben und dass der Spenderbereich einfach nicht ausreichend ist, um die Vollglatze mit bei einer Transplantation zu verdecken. Bei mir eben war das der Unterschied oder der Vorteil, den ich zum Glück hatte, war, dass mein Spenderbereich sehr, sehr gut war. Sprich, er ging bei mir noch wieder sehr hoch. Ja, also fast bis hier. Und außerdem hatte ich sehr dichten Spenderbereich und sehr viele Multigrafts. Und die ganze Kombination aus dem hat es ermöglicht, dass ich wiederhole, aus diesem Bild jetzt das habe. Ich habe nichts in den Haaren drin, kein Puder, kein nichts. Und natürlich ist es nicht super dicht, natürlich ist es nicht so wie es mal mit 15, 16 war, aber das ist generell ein anderes Thema. Sprich, die Erwartungshaltung sollte eh realistisch sein, aber ich habe wieder Haare und wir gerade im Vergleich zu dem Vorherbild, was ich euch geschickt gezeigt habe, liegen da Welten zwischen. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Und das war eben bei mir nur möglich, weil ich einen sehr guten Spenderbereich hatte. Und wenn du jetzt unsicher bist, hey, funktioniert das bei mir oder nicht, dann schick mir gerne Bilder per WhatsApp, wir hatten Nummern unter diesem Video, einfach zuschicken und sagen, hey, kannst du mal einschätzen, macht eine Haartransplantation bei mir Sinn oder nicht? Ich mache das Ganze mittlerweile seit so vielen Jahren, dass ich da so viel Erfahrung habe, dass ich direkt eine Einschätzung geben kann. Macht Sinn? Macht keinen Sinn? Kann Sinn machen, wenn du zum Beispiel noch Bartgrafts nimmst, auch eine Option, ne? Oder zusammen vielleicht mit einer Pigmentierung. Es gibt viele Möglichkeiten, viel zu retten. Aber es gibt eben Punkte, wo man sagen muss, so leid es mir dann auch wirklich tut, weil ich kann dann mitleiden. Ich habe das gleiche Problem gehabt. Aber manchen macht es leider keinen Sinn. Und ja, wie gesagt, wenn du es wissen möchtest, wenn du da interessiert bist an meiner Meinung, meiner Einschätzung zu deinem Haarausfall oder deiner Haarsituation, dann wieder schick mir Bilder oder beschäftige dich selber damit, indem du einfach mal Bilder von deinem Spenderbereich hinten machst, wie gesagt, und selber mal nachschaust, hey, wie viel Spenderbereich habe ich, wie dicht sieht der aus? Ja, das kannst du dann auch so ein bisschen selber einschätzen. Und das war es dann zu dem Video. Demnächst kommen viele weitere spannende Videos zum Thema Haartransplantation und Möglichkeiten, was man bei Hausfall machen kann. Deswegen abonniere den Kanal und gebt mir gerne ein Like nach oben, damit ihr wisst, oder damit ich weiß vor allen Dingen, ihr habt Bock auf die Videos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.